wie wir diesen Vlog über Ushuaia einleiten. Wir machen alles Schwarzes am Anfang und dann kommt weiße Schrift. Ushuaia gimme, Ushuaia gimme, Ushuaia, Ushuaia gimme U. Genau, und dann beginnt der Film. So machen wir das. Max, hast gehört? Für dich im Schnitt. Tschüss und schöne Grüße. All the way down sind wir diese Straße, die Route 3 gefahren, nur um an dieses Ziel zu gelangen. Ushuaia, wir sind da. Hier ist endlich die südlichste Stadt der Welt. Wir haben sie erreicht. Am 8. Juli sind wir jetzt. Ist das nicht verrückt? Das ist richtig verrückt. Wir haben neue Freunde gefunden hier in großer Runde. Sie haben einen Sticker von uns bekommen. Wir tauschen nämlich als Camper gerne Sticker untereinander. Und hier haben wir einen jungen Mann, der probiert unseren Namen auszusprechen und der macht das ganz fantastisch. Denn wir heißen Anschnallen Afar. Yeah! Perfekto! Merle und ich sind dann erstmal losgezogen und haben unsere Umgebung erkundet. Hier kann man wunderbar spazieren gehen und ja, wen haben wir da getroffen? Kleine, süße Pferdefohlen. Irgendwie sind Tierbabys immer süß. Immer. Süß. Und wen haben wir dann noch wieder getroffen? Alina und Timo von Sprinttour. Mit denen wollten wir Weihnachten feiern. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Da hatten wir uns rausgesetzt, ein paar Teelichter auf den Tisch gestellt und wer kam an? Die Polizei. Denn Feuer machen ist hier verboten und wir haben direkt eine Verwarnung kassiert. Für Teelichter. So, es ist Heiligabend. Wir sind rübergegangen von unserem Platz, einmal durch die Mitte, laufen hier bei den Argentiniern, Brasilianern vorbei, haben die hier so ein Spielfeld, sagen die, schreibt mal deinen Namen rauf, wirf mal eine Münze. Meine Aufgabe war, irgendjemand anders, Fremdes, zu diesem Platz zu bringen. Und jetzt habe ich Frank getroffen, der gerade spielt und gerade auf die Tafel schreibt. Frank gehört zu den Brasilianern, die stehen da drüben. Es ist so ein großes Get-Together hier, es ist so lustig. Wir haben Spanien. Abnallen, abfahren! Ja, es ist so ein großes Get-Together, es ist so schön, es sind so gute Leute hier, unfassbar. Also, wir haben Leute, die sprechen Spanisch, Portugiesisch, da hinten sind Franzosen und Deutsche dazwischen. Unfassbar buntes Treiben. Cheers, frohe Weihnachten. Wir stehen jetzt schon seit einigen Tagen auf dem gleichen Stellplatz hier in Ushuaia, weil er einfach so schön ist und vor allen Dingen kostenlos. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Es gibt sogar Dixie-Klos, die wir nicht benutzen müssen, aber theoretisch gibt es sie. Und wir haben uns jetzt nochmal umgestellt, weil uns langsam die Energie ausgegangen ist und wir vorher, ich kann mal gucken, ob man das sieht, hier in den Bäumen standen, da hinten irgendwo. Und jetzt haben wir uns in die Sonne gestellt und das ist eigentlich auch noch viel, viel schöner. Ich kann euch das mal zeigen.
Und zwar, wenn man jetzt hier so geht, sieht man erstmal den besten Koch der Welt natürlich, ne? Und hier steht Knut und dann, wenn man hier hinten rausguckt bei uns, schaut euch das mal an. Wow! Mit Bergpanorama und ein Fluss. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Der Fluss ist ziemlich laut, aber ist das nicht schön? Wir lieben das. Und auf der anderen Seite von Knut, auf dem gleichen Platz oder an dem gleichen Platz, befindet sich unser kleiner Privatstrand. Auch mega. Kann man machen, oder? Wir haben endlich Postkarten am Ende der Welt. Juhu, richtig gut. Ich habe jetzt die schönsten ausgesucht. Hier gibt es so einen coolen Stempel. Da kann man einfach entweder sogar seinen Pass stempeln for free oder die Postkarten. Und ich stempel die jetzt alle mal durch. Wir waren gerade shoppen. Endlich habe ich eine Winterjacke, die meine geklaute ersetzt. Das heißt, es wird nicht mehr so frisch sein für mich. Das ist wirklich schön. Am Hafen ist es unbelievable, was für ein View das hier ist. Also es wirkt alles extrem surreal. Malerisch. Also ich meine, guckt euch das mal an. Da ist heftig, sag ich mal. So, ist aber auch heftig kalt und heftig windig. Da fliegt halt fast die Tüte um die Ohren. Ich mache noch ein paar Bilder, weil hier stehen echt viele Camper. Ja, muss man natürlich alles festhalten. Wir schreiben Postkarten. Okay, seien wir ehrlich, ich schreibe Postkarten. Ja, ich schneide hier Vlogs. Ich kann auch schreiben. Aber wie cool ist das, ey? So tatsächlich echt geschriebene Postkarten. Bis jetzt haben wir das immer digital gemacht, was auch echt gut funktioniert. Aber irgendwie ist es doch nochmal was anderes, dann wirklich aus Ushuaia hier in den Briefkasten, witzig, mit Briefmarken vom Iberapark übrigens, da waren wir ja auch schon, schreiben zu können und dann in einen echten Briefkasten zu werfen. Und dann geht das, keine Ahnung, wahrscheinlich ins Flugzeug und dann kommt diese echte Karte, echt geschrieben, hoffentlich irgendwann, wer weiß in wie vielen Wochen oder Monaten in Deutschland an. Es ist ungefähr 18 Minuten vor 0 Uhr, bevor wir in das Jahr 2023 sind. Und wir sitzen hier. Schaut so gut. Eine Menge Schweizer. Ich sag mal neuen Freunden. Super nette Leute. Rum Cola. 6, 7, 4, 3, 2, 1. Und dann hat Merle unseren lieben neuen Freunden von all unseren Autoproblemen auf dem Weg nach Ushuaia erzählt. Höflich wie sie sind, haben sie sich das natürlich auch angehört und wir waren natürlich nicht die einzigen mit Autoproblemen. Auch die anderen hatten eine Menge zu berichten. Hola, nach gefühlten, weiß ich auch nicht, 3 Wochen, aber ich glaube es waren tatsächlich fast 10 Tage oder so, oder? Verlassen wir jetzt diesen Stellplatz in Ushuaia. Wir haben irgendwie noch gar nicht so richtig gesehen, außer mal kurz einkaufen gewesen in der Stadt und den Hafen und so. Aber von der Umgebung hier, außer um unseren Stellplatz herum, noch gar nichts, weil das Wetter auch sehr schlecht war und wir nach der langen Fahrt bis ans Ende der Welt hierher auch echt erstmal Ruhe gebraucht haben. Und freuen uns jetzt aber, vor allem weil das Wetter heute gar nicht so schlecht ist, dass wir hier endlich wegkommen. Gleich geht's noch kurz einkaufen, Wäsche abholen und dann wollen wir in den Nationalpark hier fahren. Und sind richtig euphorisch auf jeden Fall und freuen uns auf Natur und Co. Ushuaia, gimme. Ushuaia, Ushuaia, gimme. Ushuaia, gimme. Ushuaia, gimme. Ushuaia.
Lassen wir das. Los geht's. Abróchate el cinturón de salida. Und Wasserseite ist klar. Anschnallen. Abfahrt. Wir essen jetzt lecker Tacos mit Pommes und Nuggets und haben hier eine sehr schöne Aussicht, muss man ja sagen. Wir haben jetzt unsere Wäsche abgeholt und eingekauft, Food Shopping, Getränke. Poquito. Um gleich in den Nationalpark fahren zu können und wenn es das schön ist, auch ein paar Tage stehen zu können, ohne dass wir uns Sorgen um Essen und so machen müssen. Und ja, im Prinzip haben wir also alles erledigt, oder? Fehlt noch was? Okay. Und für uns das Wichtigste war heute sogar im Angebot beim Carrefour. Bier! Nee, also nicht das Bier. Die Babytücher! Yay! Das ist unsere beste Möglichkeit, zum Beispiel Hände zu waschen. Kackpappe! Was? Kackpappe benutzen wir andere. Aber das ist sehr cool, um sich frisch zu halten in gewissen Bereichen. Und dadurch aber trotzdem Wasser sparen nicht zu können. Der Motor läuft. Meine Güte, der Motor läuft, weil die Batterie laden muss. Also, ja, ist so. Es war nicht genug Sonne heute. Wir haben ja eine Solaranlage auf dem Dach, aber die geht natürlich nur gut, wenn auch gutes Wetter ist und die Sonne scheint. Immer wenn die Sonne nicht scheint und wir länger irgendwo stehen, dann müssen wir zwischendurch immer mal den Motor bei Gelegenheiten anmachen. Und dadurch wird dann die Batterie vom Wohnraum wieder geladen. Und das ist das, was wir gerade tun, was Max eben meinte, warum das Auto gerade schon läuft, um die Batterie zu laden. Wir sind ja hier in der Stadt, deswegen stört es ja auch keinen. Und ja, ist zwar nicht so geil für die Umwelt, aber auf der anderen Seite sparen wir durch unseren Lebensstil so viel Emissionen ein, dass das, denke ich, gerade auch mal klar geht. Ne? Pass auf die Kritiker auf, die haben immer was zu meckern. Ja, das ist okay. Also, Leben wäre ja auch langweilig, wenn es nichts zu meckern gäbe. Ne? So, feuchtes Tuch? Ja, bitte. Das sind die lässigen Kämmergrüße, Jesus. Man muss auch leicht mit den Lippen zucken. Muss man? Das ist so ein bisschen. Affe. Vielleicht ist das auch was Norddeutsches, was man immer so statt. Also man spart sich das Moin, weil die hören das ja eh nicht. Ne? Und dazu macht man das mit der Hand, oder? Nee, eigentlich machen wir auch nur so. Lässiges Peace-Zeichen. Warte, jetzt habe ich es ganz drauf. Lässiges Peace-Zeichen. Aber es ist schon so ein Kopfding noch mit drin. Nee. Mach nochmal. Ja? Musstest du jetzt das Kopfding verkneifen? Ne? Die musste, das habt ihr gesehen. Ne? Das hat sich verkniffen. Ich mach das mal nicht bewusst, das kommt schon raus als Reflex hier. Das kommt von alleine.
wir gehen auf Wanderung. Und zwar, und die lächeln uns alle schon an. Das ist sehr schön, ey. Hey! Long time no see! Anschauen auf euch, genau! Ganz mandalorianisch werden wir uns jetzt hier hinstellen. In die Ferne gucken, zeigen euch das gleich. Und dann sagen wir, was Mandalorianer immer sagen. Und zwar. Anschnallen, Abfahrt. Das ist der Weg. Ach so. Das ist ein steiniger Weg, ne? Schön. Wie ein großer Spielplatz ist das hier. Sweet spot of mine. Ja, dann geht's jetzt zum nächsten Spot und das ist die Touristeninformation. Und da informieren wir uns, weil wir Touristen sind. Und dann gehen wir auf den nächsten Wanderweg. Yeah. Because he's all of wonder, you know, it's like, wow, everywhere you go. Yeah, es gibt so viele Wanderwege hier und einen gibt es, das ist der einzige, der als schwierig gekennzeichnet ist und der geht auf einen Berg rauf. Ich vermute sogar, also er müsste irgendwo da liegen und es kann aber sein, dass der geschlossen ist, weil das in den letzten Tagen da oben so viel geschneit hat, sieht man jetzt nicht mehr viel von. Aber vielleicht ist er geschmolzen und jetzt ist er auf, mal schauen. Entschuldigung, wo geht's denn hier zur Touristeninformation? Zur Touristeninformation. Die Leute reden aber nicht mit mir. Oh mein Gott. Hallo. 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 National 3 Tretz und gleich soll hier so ein End of the Road Zeichen kommen, wahrscheinlich auf Spanisch. Wir vermuten, dass es das Ende der Straße ist. Ja, vermuten wir auf jeden Fall. Und sieht auf jeden Fall auch so aus und dann sind wir die Route 3 echt komplett ab Buenos Aires bis hier runter gefahren. Auf 200 Metern werden sie ankommen. Alter! Ich glaube auch. Sie sind angekommen. Okay. Wo ist das Schild? Wir haben das Schild gefunden. Die letzten Meter laufen wir jetzt. Die letzten Meter. Geschafft. Yes! Did it! Guck mal, 17.848 Kilometer nach Alaska, alles klar. Geil. Challenge accepted. Wir sind am Start unserer Reise nach 3,5 Monaten. Nach 3,5 Monaten haben wir es geschafft, an den Startpunkt zu kommen. Ich bin schon ein bisschen emotional.
Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Und was sagst du? Ich bin gerührt. Ist echt schön. Man fühlt sich so weit weg von den Dingen irgendwie. So friedlich, so, keine Ahnung, ein bisschen wie in einer anderen Welt tatsächlich. Als wäre alles einfach in Ordnung, alles geht seinen Lauf. Richtig cooles Gefühl, oder? Das ist untouched. Ja, wir mögen untouched. Da ist es. Da ist ein Stoppschild, da darf man nicht mehr weitergehen. Ja. Das heißt, viel südlicher als jetzt können wir nicht spazieren gehen. Also jedenfalls nicht, soweit wir wüssten. Tati, ist das nicht krass? Das ist krass. Sie braucht was zu essen. Wir müssen zurück. Sonst wird das hier echt ein schwieriger Tag, Leute. Das sage ich. Gar nicht. Gar nicht. Es ist krass. Ach, geschafft. Geschafft. Jetzt suchen wir uns hier im Park wieder einen schönen Stellplatz. Wahrscheinlich einen anderen als da, wo wir letzte Nacht waren, weil wir dann das Feld morgen von rückwärts aufrollen wollen hier. Und wir sind ja jetzt ganz am Ende des Parks, also weiter geht's einfach nicht. Sonst würden wir in Chile landen. Und deswegen fahren wir jetzt zurück und schauen mal unterwegs. Unterwegs. Tschüss, Vogel. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. So, hier haben wir übernachtet. Die zweite Nacht im Nationalpark. War mega cool, weil die Umgebung einfach ein Traum ist. Zwischen den Bergen, hier im richtig sauberen Fluss. Glasklar ist der. Und einfach einem super, super schönen Panorama. Das Wetter war auch richtig krass durchwachsen irgendwie. Am Anfang hat es noch ordentlich gewindet. Dann hat es zwischendurch immer wieder richtig krasse Regenschauer gegeben. Dann hat es wieder aufgehört, dann konnte man einschauen. Dann gab es wieder einen Regenschauer, ist mal wieder aufgewacht und so. Also ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz. Aufgrund der Natur hier, muss man sagen, nehmen wir alles gerne in Kauf. Ist gar kein Thema. Die Wanderschuhe sind schon ausgepackt. Heute geht es nämlich nochmal so richtig schön hier in den Nationalpark. Unser Ziel ist die Grenze zu Chile. Es gibt hier einen Wanderweg, wo man tatsächlich bis an die Grenze gehen kann. Und das wollen wir heute machen. Außerdem wollen wir noch ein paar Postkarten einwerfen an den südlichsten Briefkasten der Erde sozusagen. Oder in den südlichsten Briefkasten der Erde. Und ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Sonst werdet ihr es ja auf jeden Fall mitkriegen. Wir sind heute um, ich weiß gar nicht, 8.30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Dann haben wir eine halbe Stunde gebraucht, um aus den Federn zu kommen. Und um den auch zu hören. Und jetzt ist wie spät? Das ist eigentlich egal. 11.23 Uhr. 11.23 Uhr. Gehen wir jetzt auch mal endlich los. Also es dauert echt immer lange, bis wir aus dem Quark kommen. Aber irgendwie ist das auch schön, weil man keinen zeitlichen Stress hat.
und dann einfach den Tag so nach dem eigenen Rhythmus verbringen kann. Aber trotzdem komisches Gefühl, dass wir was so lange brauchen irgendwie. Aber man muss auch immer voll viel erledigen, ne? Also es ist echt so, keine Ahnung, Toilette ausleeren und Wasser nachfüllen und sowas alles. Das dauert immer, dauert. Und alles fahrfertig machen, damit nichts rumfliegt im Auto und so. Genau, das habe ich eben alles schon erzählt. Ach so, oh. Aber jetzt, ich merke, das ist jetzt der letzte Akt. Ich schneide bevor wir vor. Was? Ja, komm jetzt. Ich will endlich los. So, wer ist hier der Boss? Einzeit! Abfahrt! Einfach so unglaublich schön hier. Man läuft immer ein Stück in den Wald rein und dann kommt man wieder hier an die Lagune und jedes Mal denkt man sich, wow, also wir können das nicht oft genug zeigen, weil wir so begeistert davon sind. Siehst du, man will die ganze Zeit vor Freude hüpfen. Unser Motto ist ja, wir haben keine Ahnung und finden es trotzdem schön. Ne, Tazi? Das ist unser Motto. Wir haben keine Ahnung, finden es trotzdem schön. Ja, irgendwie trifft das leider auf ziemlich viel zu, was wir so machen. Keine Ahnung vom Van-Ausbau, machen Van-Life. Keine Ahnung von Biologie, finden aber alle Tiere toll. Keine Ahnung von Pflanzen, lieben aber Wälder. Keine Ahnung vom Ozean. Aber wenn es schön leuchtet, so wie jetzt, ist auch geil. Alles gar nicht der Ozean. Egal, ihr wisst, was ich meine. Mit unserem YouTube-Kanal sind wir ja zeitlich immer ein bisschen hinterher. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung, schaut doch mal bei Instagram bei uns rein. Verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr immer, wo wir gerade so aktuell rumtingeln. Bekommt Bilder, Stories, Reels. Und auf Facebook gibt es uns natürlich auch. Ja, gibt es uns noch irgendwo, Schatzi? In echt gibt es uns. In echt? Also hier. Ja, und wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und erzählt all euren Freunden und Bekannten von uns. Und wenn ihr uns scheiße findet, dann erzählt uns und euren Nachbarn einfach von uns. Vielleicht finden die das ja gut, wer weiß. Ich mach's nochmal. Ja? Aber die Glocke haben wir vergessen. Na gut. Glocke drücken, ne? Digga. Was ist das schön hier, ey? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist hier Film extrem. Auf den Baum klettern. Ein paar schöne Fotos und Videos für uns. Wow, ja. Das, also das ist halt echt nicht gemalt. Ne? Das ist wie gemalt. Eine Ecke schöner als die nächste. Nee.
eine Ecke schöner als die andere. Aber die schönsten Ecken, die gibt es im Weserstadion. Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Aber da hinten, ich schätze mal mit dem roten Ding, ist die chinesische Grenze. Wir sind angekommen, wir sind schon auf dem Parkplatz und laufen gerade hin zur letzten oder zur südlichsten Poststation, die es gibt. Der Welt. Der Welt. Der Erde. Erde. Dieser auf jeden Fall, unser Bekannten. Und da ist der Briefkasten. Ich würde behaupten, dass der Briefkasten der die schönste Aussicht hat. Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, genau hier bei diesem besonderen Briefkasten unsere Postkarten einzuwerfen. Mal schauen, wann sie ankommen. Und das war's leider schon mit Vlog Nummer 1 über Ushuaia. Jetzt fragt ihr euch, warum sagt sie Nummer 1? Richtig, es wird noch einen zweiten Vlog geben. Wir waren nämlich so lange dort und haben so viel erlebt, dass es einfach nicht in einen Vlog gepasst hat. Deswegen könnt ihr euch jetzt schon mal freuen und bis dahin haben wir hier noch zwei Videoempfehlungen für euch, wie wir überhaupt nach Ushuaia gekommen sind. Buenos Aires und die Route 3. Lange, lange, lange geradeaus.